möchten wir Ihnen unser Lieblingsfach Office Management und angewandte Informatik vorstellen. Informatik ist unser Lieblingsfach, weil wir in diesem Jahrhundert sehr viel mit Technologie und Internet zu tun haben. Und wir haben das 10-Finger-System. Ebenso haben wir Programme gelernt, die wir für die Arbeitswelt oder auch fürs private Leben brauchen. Eines der wichtigsten Themen, die wir gelernt haben, sind die Sonnenseiten und die Schattenseiten. Weißt du noch, wie ein sicheres Passwort funktioniert? Ja, wir haben das in Informatik gelernt. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein, kannst du es mir bitte nochmal erklären? Ja, klar. Wichtig ist das, dass du keine persönlichen Daten als Passwort nimmst. Ein sicheres Passwort besteht aus Klein-, Großbuchstaben- bzw. Ziffern- und Sonderzeichen. Kannst du mir bitte vielleicht noch ein Beispiel nennen? Ja, klar, das mache ich gern. Wir nennen die ersten Buchstaben, die Zahlen und die Symbole des Satzes. Damit haben wir ein sicheres Passwort. Hey, weißt du was? Internet ist einfach mein Leben. Ich kann ohne Internet nicht leben. Ich meine, ich kann alles über das Internet erledigen. Was will ich mehr? Ja, da hast du recht. Aber ich hoffe, du kennst auch die Schattenseiten des Internets. Was hat das Schlimmes von Schattenseite? Komm schon, bitte. Internet ist perfekt. Welche Folgen können bitte schon geben? Da liegst du aber ganz schön falsch. Mit einem Klick kannst du einen sehr gefährlichen Virus aktivieren, weißt du das? Ein Virus mit einem Klick aktivieren? Ja, wie kann ich denn ein Virus aktivieren und das unbewusst? Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, du bekommst eine E-Mail mit einem Anhang. Und wenn du darauf klickst, hast du diesen Virus auf dem Computer. Und sie können dich damit hacken, alles Mögliche machen. Sie können deine persönlichen Daten herausfinden. Wenn du online shoppst, sie können alles herausfinden. Und das kann dir sehr viel anbieten. Oh, jetzt habe ich Angst, das wusste ich aber nicht. Internet ist nicht eine sichere Plattform. Und merk eins, mit Internet kannst du nicht alles machen. Ab heute werde ich mehr aufpassen. Dankeschön.